Herr Zehner, erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Kandidatur. Was mögen Sie besonders am Rheingau-Taunus-Kreis? Seine Vielschichtigkeit. Von Lorch bis Waldems. Unser Kreis ist unglaublich vielschichtig. Wir haben die Kulturlandschaft, den Weinbau, den Tourismus hier im Rheingau mit der herrlichen Landschaft und gleichzeitig auch den Taunus als Rückzugsort, als Freizeitunterholungsraum, aber auch als Werkbank. Gerade in den großen Städten im Untertaunus sind auch die größten mittelständischen Betriebe beheimatet und alles gehört zum Kreis. Und das macht ja den schönsten Landkreis Hessens auch aus. Ich glaube, dass wir vor herausfordernden Zeiten stehen. Und ich habe mich in den letzten Jahren bemüht, als Bürgermeister der größten Stadt auch den Menschen Orientierung zu geben, die Schritte zu erklären, die wir als Verwaltung immer wieder treffen mussten, ob das Flüchtlingskrise war, ob das die Pandemie war, ob das andere normale Verwaltungsentscheidungen sind. Und ich glaube auch im Landkreis und als Landrat sollte man seine Politik transparent erklären, die Menschen mitnehmen und die großen Themen, die vor uns liegen, Klimaanpassung, Klimaschutz, Schuldigitalisierung, Pflege, Fachkräfte für die Pflege und Betreuung von älteren Menschen, das sind große Themen und die werden nur gelingen, wenn Landkreis und Kommunen partnerschaftlich zusammenarbeiten und dafür will ich eintreten. Also jetzt zunächst gilt es erstmal, dass ich viel unterwegs bin, den Menschen zuhöre. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Politik die Antworten auf die Fragen gibt, die sich die Bürger tatsächlich stellen und nicht die, die wir uns ausdenken und dann beantworten wollen. Das heißt, erstmal heißt es zuhören. Ich bin ja nun als Fraktionsvorsitzender in der Kreispolitik jetzt schon viele Jahre auch aktiv und glaube, da auch schon die Themen im Grundsatz zu kennen. Aber wichtig ist jetzt, bei den Leuten zu sein, hier im Rheingau, im Untertaunus unterwegs zu sein und dann eben auch ein Programm zusammenzustellen, was sich eben auch daraus rekurriert, dass die Menschen mir gesagt haben, was ihnen wirklich wichtig ist und wo der Schuh drückt. Und darum will ich mich dann auch kümmern und deswegen ist es jetzt zunächst mal viel bei den Menschen zu sein und zuzuhören und dann daraus die richtigen Schritte abzuleiten und die dann gemeinsam auch bis zum Wahltag auch mit den Menschen zu diskutieren.